Ja, herzlich willkommen zurück zu Among Trees. So, wie sieht's bei dir aus? Du folgst mir auf alle Fälle erstmal. Wir haben die Angel dabei. Ich selber nehme... Ich nehme erstmal eine Suppe mit. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal angeln, dass du heute was zu essen hast. So. Haben wir die auch dabei? Ja. Na, das ist manchmal nicht so einfach, oder? So, ja, wie gesagt, wir werden zwei, drei Fische rausholen, dann werden wir zurückkehren und Transport fertig machen, nennen wir es mal so. Und dann werden wir heute zum, ja, zu dem umgefallenen Wasserturm gehen. So, dich würde ich gerne auf die 3 legen, Hammer. Und... Sehr schön. Und da haben wir es schon. Das ging ja easy. Ja, wir werden immer besser, ne? Mhm, ja, das hat ja gepasst. Nein, das war aber ein wilder Fisch. War bestimmt ein großer. Sehr schön. So. Na, da schauen wir mal. Na komm. Man sieht die Zucker unter Wasser, ne? Wenn die Sonne so ein bisschen einfällt. Schön gemacht. So, wie viel haben wir jetzt? 3 Stück? Ich denke, das reicht. Wo bist denn du? Hast du Hunger? Nö. Okay, dann gehen wir zurück. Habe ich noch Wasser drin hier? Natürlich nicht. Wir werden noch was trinken. So. Und so, wunderbar. Dann einmal zurück. Ja, wir sind ja noch am Morgen, sage ich mal. Die Mittagszeit haben wir noch nicht erreicht, wo die Sonne im Zenit steht. Das heißt, wir können durchaus noch losmachen. Und uns zum Wasserturm aufmachen. Ja. So, schöne Sache. Einmal hier rein. So, das kommt erstmal hier rein.
Das kommt hier rein, das nehmen wir mit. Ich glaube, ich brauche nur eins davon. Achso, ich selber bräuchte hier vielleicht auch noch was. Na, was denn du? Nehme ich auch noch eins mit und dann würde ich sagen, mach mal los. Bist du dabei? Ja. Kommt da mit. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir überhaupt hinrennen. Wir rein hinten rum raus. Ist das sinnvoll? Nee. Ja, da können wir langlaufen. Das war irgendwie gleich der Bär hier vorne. Aber das ist kein Problem. So, schöne Sache. Liegen Pilze brauchen wir nicht. Wenn wir allerdings ein paar Pilze sehen, nehmen wir die natürlich mit. So, da ist der Bär. Ja, ich glaube, für den muss man sich mal Zeit nehmen und mal sein Muster auszuloten, wie der sich bewegt. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass es eins gibt. Und ich weiß ja nicht, ob der dort noch in der Nähe was bewacht oder ob der nur die... also der hier, da waren wir ja nicht, da hat man ja nichts gesehen. Aber der andere hatte ja drüben das, die Eingang zur Höhle so ein bisschen bewacht. Und der hat hier, ja, das auch so ein bisschen den Eingang zur Höhle bewacht. Ja, na gut, der ist ein bisschen weiter weg. Aber der hat es auf alle Fälle hier. Und wenn der hier so rum, man weiß ja nicht, was es hier noch gibt. Ja. Vielleicht ist es aber auch bloß Plateau dort oben, wo man sowieso nicht hinkommt. Dann wäre es rein theoretisch egal. Ja. So, und ich glaube, wir müssen mal hier abdrehen. So, jetzt sind wir so um die Mittagszeit, da haben wir noch ein paar Minuten, also bis wir ankommen, wird das auf alle Fälle dann ein bisschen durchlooten und dann geht es zurück. Ja, mit einem Zelt bringt das nichts, weil wir nur einen gewissen Laderaum haben und das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Leider. Leider ist es so. Laufen wir richtig? Ja, wir können noch mal ein bisschen korrigieren noch da. Ja, das passt. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Wir hatten ja letztes Mal schon durchgeschaut, wo wir dort waren, wo wir es entdeckt hatten. Viel mit Blaupause oder so war ja, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe mir da eine gefunden. Ich weiß es leider nicht mehr. Es könnte sein, dass da eine rumlag, aber die haben wir dann auf alle Fälle schon mitgenommen das letzte Mal, denke ich. Und somit ist es einfach nur jetzt das Looten der Kisten, bis wir voll sind. Und... ja. Dann sehen wir weiter. Bringen wir das nach Hause und wahrscheinlich werden wir das dann. Ich kann es nicht genau sagen, aber wahrscheinlich werden wir das dann nochmal tun müssen. Komm, lauf mal jetzt ein bisschen mehr. So, wo rennen wir denn jetzt lang? Da lang? Eigentlich müssten wir... Ich nehme dich trotzdem mit. Eigentlich müssen wir da lang, ne? Wir sind hier irgendwie in einen kleinen Kreis gelaufen. Das ist nicht unbedingt produktiv.
Hatte ich wirklich 3 Essen mitgenommen? Wow. Da sind wir endlich da. Wahnsinn. Okay, dann Axt raus. Und es geht los. Sehr gut. Sehr gut. So, wir machen erstmal schnell eine Außenrunde. Was haben wir denn hier drin? So, jawohl. Sehr gut. Das ist auch gut. Oh, da war eine Kiste. Die haben wir übersehen. Das ist nicht so gut. Das und das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, da sind wir fast mit außen herum fertig und dann können wir nochmal reingehen. Ich denke, wir liegen gut in der Zeit. Die Sonne geht jetzt unter. Das sieht alles okay aus für mich hier. Den lasse ich mal stehen fürs nächste Mal. So, ich will doch mal hier hin. Das hier? Nichts. Dass man nicht springen kann. Hammerhart. Das ist hammerhart. Hatten wir die Kiste? Ja. Aber hier kann man ja nicht rein. Ja. Kommen wir hier rein? Oh, ich komme hier nie rein. Das ist der Wahnsinn. Mensch. Über die einfachsten Dinge kommt man nie drüber, ne? Naja, gut. Ja, es gibt ja auch solche Getränke für die Ausdauer. Ja, da kann man natürlich auch was tun. Nehmen wir mit. So, das nehmen wir auch alles mit. Sehr schön. So, wenn ich noch Platz habe, nehme ich noch Holz mit. Und ich glaube, da essen wir irgendwas weg hier. Und zwar erstmal den hier. Sehr gut. So, die Kiste hat man ja, ne? Die will nicht mehr, die Kiste, okay. Gut. Ja, wenn das dann durch solche Löcher auch nicht reingeht, dann könnte ich mich manchmal ein bisschen aufregen. Aber nur ein bisschen. Sag mal, hast du Hunger? So, warte, ich muss dich wieder mitnehmen hier. Sonst laufe ich das alles zurück. Morgen bist du nicht mehr da. Okay, das werden wir natürlich nicht bis nach Hause schaffen rechtzeitig. Ne? Wir werden also tief in der Nacht ankommen. Aber dann ist das so. Ich glaube, das haben wir abgeerntet. Da können wir zufrieden sein. Da gehen wir jetzt zurück und ja,
dann sehen wir weiter. Ich nehme mich mit. Schöne Sache. So, ich muss mal schauen, wie wir laufen müssen. Links vorbei wäre ideal, glaube ich. Ja. Und es ist Nacht. Ja, wir haben die Taschen voll. Es bringt also nichts, jetzt hier bei so einer Aktion dann ein Zelt mitzunehmen, auch wenn die Entfernung weit ist. Dann laufen wir das einfach zurück und würden einfach dann... ja, es ist eben dann viel laufen, aber wir würden dann eben... Ja, müssen wir halt so hinnehmen, ne? Das lässt sich jetzt nicht ändern. Aha. Aber da können wir leider nicht abkürzen. Das ist... Ich glaube, das bringt gar nichts. Das bringt leider gar nichts. Aber was mir aufgefallen ist, wir hatten bei dem Wasserturm noch so einen Masten dort in der Nähe. Ich glaube, das haben wir noch nicht entdeckt, ne? Nee, das ist noch unentdeckt. Also wie gesagt, wir werden es sicherlich freischalten, wenn wir, oder beziehungsweise entdecken, wenn wir dort lang gehen. Ja, jetzt wird uns kalt. Dann ist das so. Ich würde mal was trinken. Und ich glaube, wir können was essen. Ja. Allzu weit ist es nicht mehr, aber ein bisschen müssen wir noch. Na gut, dann ist es heute eine kurze Nacht. Ja, einen schönen Ausdauerbuff, das könnte man mal gebrauchen, ne? Aber da müssten wir uns so eine Brauerei-Sache machen. Dafür bräuchten wir Kräuter. Aber gut, dann ist das so. Ja, wenn nämlich unser Schlafbalken auf Null geht, dann fallen wir dort um, wo wir sind und schlafen dort bis zum nächsten Morgen. Das ist so ein Punkt, den ich auch nicht unbedingt möchte, weil... gut, es gibt hier keine wilden Tiere so in der Art. Aber ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Oh, oh, Temperatur sinkt. Steigt es wieder? Ja. Was stand hier an unserem Bett? Zu hungrig, um zu schlafen. Das können wir ändern. Kein Problem, das können wir ändern. So, ich würde das mal hier rüber tun. Alles. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao und auf bald.